Herzlich willkommen zu einem Let's Play von The Order 1886. Das Spiel ist exklusiv auf der PlayStation 4, erschienen am 20. Februar. Nach meinem Kalender ist das sogar heute. Das Spiel spielt in viktorianischen London, in dem es immer noch so eine Ritter der Tafelrunde gibt. Die sind wohl nicht mit Artus untergegangen. Und kämpfen wohl immer noch gegen alte Feinde des Königreiches. Gegen Rebellen, gegen Werwölfe, gegen, keine Ahnung, Steuerhinterziehung, Haustrauchen. Naja, was es halt so gibt. Ich wünsche euch viel Spaß und starte das Spiel jetzt mal mit. Und X. Erstmal neues Spiel anlegen. Mach mal. Yep. Und los geht's. Was für Adler? Keine Ahnung. Du verholst dir das Haus aus dem Nacken. Der Fiederretter schafft es. Wer ist denn hier überhaupt denn nicht? Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen zu stellen. Wach auf, Freundchen! Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich hab gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm schon! Stirb! Hoch mit dir! Komm schon! Schneller! Süße Träume, Mann. Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange durch. Na los jetzt! Nur noch ein paar Schritte! Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's! Du bist ja schon so weit! Oh, komm, Zeit! Steck ihn wieder rein! Ich kann das sein Herzen tat. Komm schon! Verrat uns den Kontakt!
Hörst du, kleiner Scheiß! Da warten. Ich lass dich los. Schnappschwanz. So. Sind wir erstmal raus. Gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt, wie er sich jetzt befreit. Gedrückt halten. Ja, dann mach dich mal lang, mein Freund. Länger. Umsehen. Direkt beim Hocker hängen bleiben. Läuft. Sehr leise. Drei zum Laufen, das ist jetzt auch keine Überraschung. Ein T-Wagen. Da denke ich mal jetzt raus. Jetzt wohl noch nicht. Okay, irgendwas liegt am Tisch. Ich glaube, es sich erkennen können. Ach, eine Knarre. Kugeln, die hat. Ich und mein Glück. Ja, kenn ich. Mir wird's nicht anders gegangen. Die Amazon sitzt immer noch hier rum. Jetzt können wir raus. Ja. Dafür können wir die Knarre auch nehmen. Und nochmal drauf. Ich, mein Junge. Wir brauchen Hilfe!
Okay, mach mal das. Also ich meine, das ist immer noch ein Prolog, da wir kaum Möglichkeiten haben zu agieren. Okay. Komm, Junge, in die Hütte. Hallo. In Ordnung, Mann. Ja, da weiß er nicht, dass wir keine Kugeln haben. Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal rein. Klar, jetzt willst du quatschen, du dumme Sau. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser, du hättest die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut, schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Hör auf so quatschen. Bewegung! Augen auf! Der Häftling sind wir bald! Deshalb haben wir unsere Befehle. Auf Sicht schießen! Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute! Wow! Drücken! So, der nächste Quotentote. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Oh, Chérie. Wieso schießt er jetzt nicht? Wofür war da der Warnschuss gut? Oben auf dem Dach! Raus in die frische Luft. Wie die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Hoch! Spring jetzt! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Doch, Sie vergessen, ich. Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Und schon wieder ins Wasser. Galahad, melden!
Bestätigt, Gerhard, ihr Tantaler. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereinten Indienhaus mit den Rain und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Ganz schön dreckig, das London. Na, wo ist es denn? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Jala hat Ende. Gut, dann gucken wir mal, wie wir runterkommen. Da wir ja nicht Spider-Man sind, denke ich, man muss irgendwo ein paar Treppen suchen. Also bislang ist das Spiel sehr linear. Überrascht mich aber nicht. Schauen wir mal, was es noch so gibt. So, hier sind die Treppen. Oh, dünner Teppich, schöner Teppich. Grain soll man treffen. Ja, machen wir doch. Morgen. Na, schön Holz polieren. Was legt denn hier Schönes? Okay. Kriegt der Schnurrbärte da oder wie? Guten Tag, Sir. Grüße. Immer schön dieselbe Stelle kehren. Wunderbar. Hat sie Blumen und geben eine schöne Farbe. Pracht ab, gefällt mir. Ist klar, auf zu kaputt. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, den Anweisungen der. Sind wir denn schon unten? Nö. Folge zu leisten. Also klar, jetzt wollen wir genau aus für mehr. Jetzt können wir. Ja. Na egal. Dann klettern wir halt ein bisschen rum, ne? Wofür gibt es denn Haustüren? Breche nicht die Beine, Junge. Galahad, Igraine, was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre. Nun, typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Grain ist wohl das Mädel. Gut.
Also ich kann hier nicht laufen, falls euch wundert, was ich hier so rumschleiche. Jetzt fetzt mich schon nicht. Ah, ein paar NPCs. Gucken wir mal. Na, können wir quatschi. Was, wenn unsere Tochter nach draußen läuft? Was sollen wir dann machen? Natürlich nicht. Wissen Sie überhaupt, wer mein Mann ist? Okay, was okay in der Handlung. Abseits des Programms, gut. Was mir übrigens gefällt an diesen schönen alten London oder generell an die alten Zeiten, dass die Männer schön angezogen sind, immer schön im Anzug, immer schön Krawettchen, immer eine schöne Fliege. Das ist richtig gut. Im Gegensatz zu heutigen Zeiten haben die noch viel Wert drauf gelegt. Aber ich will ja auch nicht mit Steinen werfen. So, Metzger, oh, fantastisch. Mit dem kann man auch nicht reden. Was liegt denn da noch? Was drin ist? Na super, mit dem kann ich es nicht. Also nur gucken. Aber schön gemacht ist das Ganze schon. Gefällt mir. Ein Blumenladen noch. Feine Farbe. Galahad. Oh. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Tigraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Nee, meine Gute. Ich gehe jetzt erstmal nicht hinterher. Bevor ich jetzt weiter im Spiel einsteige, würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick zu The Order gekriegt, wie das laufen wird. Sehr linear. Schöne Bilder. Kann man schön genießen. Doch, gefällt mir. Was mich natürlich schon wieder ein bisschen stört, ist, dass man außerhalb des Programms keine Interaktion hat. Finde ich schon mal wieder schade, aber gut. Muss man halt mit leben. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich zu leise, zu laut war, kommentiert gerne. Ihr könnt es gerne hier im Forum machen, oneforyou.de. Ihr könnt es natürlich auch sehr gerne im YouTube einen Kommentar hinterlassen. Gebt dann auf Facebook, ihr werdet uns schon finden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch, wäre immer fein. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr auch gerne jetzt die Möglichkeit dazu. Würde mich sehr freuen. Ansonsten werden wir uns bei den nächsten Let's Plays wieder hören. Habt vielen Dank. Bis dahin. Bye, bye.